Guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei einer Sonderausgabe der Zeit im Bild. Es ist der erste Tag der Massentests, es ist einer der letzten Tage im harten Lockdown. Es bewegt sich gerade viel im langen Ringen mit der Pandemie. Und wir wollen diesen Anlass nutzen, um genauer darauf zu schauen und mit der Politik und Fachleuten zu sprechen. Gleich ist hier Bundeskanzler Sebastian Kurz live zu Gast. Einiges haben wir ja schon hinter uns gebracht. Was war das denn für ein Jahr, das sich dem Ende zuneigt? Am 25. Februar wird die erste Corona-Diagnose in Österreich gestellt. Sie betrifft ein junges Paar in Innsbruck. Danach steigen die Zahlen weiter. Am 12. März stirbt in Wien erstmals ein Patient mit Covid-19. Bis heute ist diese traurige Zahl der Todesfälle auf fast 3.600 gestiegen. Gerade in den vergangenen Tagen noch einmal stark. Am 16. März jedenfalls geht Österreich in den ersten Lockdown. Bis Mitte April gibt es keinen Unterricht, kaum offene Geschäfte, geschlossene Restaurants und Lokale. Das war für uns alle sehr neu, hat die Infektionszahlen aber stark gesenkt. Das sehen viele als großen Erfolg, die Politik natürlich, aber wohl auch fast alle anderen Menschen im Land. Der Sommer 2020 ist dann über weite Strecken halbwegs normal, mit Sonnenstunden am See oder, man glaubt es ja kaum mehr, einer Reise ins Ausland sogar. Nur vielleicht war das doch eine Spur zu normal, denn danach steigen die Zahlen wieder massiv und viel stärker noch als im Frühjahr. Deswegen kommt erst die Maskenpflicht zurück, gefolgt von Ausgangsbeschränkungen Anfang November. Und zwei Wochen später geht Österreich in den zweiten harten Lockdown. Der wird am Montag, am 7. Dezember, gelockert. Und fast parallel haben wir nun eben die Massentests. Kritiker sagen, die sind zu teuer, zu wenig effizient. Die Spitzenpolitik hingegen schwört darauf, vom Bundespräsidenten abwärts appellieren alle, zum Test zu gehen. Heute jedenfalls haben die ersten großen Testreihen begonnen. In Wien, Tirol und Vorarlberg. Mit durchaus Besuch, aber auch gröberen Problemen, wie Christoph Benders und Günther Mayer berichten. Heute ging es also los. In Wien, Tirol und Vorarlberg. Massentests und Menschenmassen, wie hier vor der Wiener Stadthalle. Die Stimmung unter den Getesteten war beim Lokalaugenschein an allen Wiener Standorten durchwegs gut. Ja, das war eigentlich in Ordnung. Kurz und schmerzlos. Ja, war kein Problem. Ja. Wenn man sich bisher, so wie man sich gehalten hat, weiterhin hält und sich an allen Regeln quasi darauf achtet, dann kann einem eigentlich gar nichts passieren. Wenn man dann das vorbei hat mit einem negativen Ergebnis, es ist auf jeden Fall ein beruhigendes Gefühl. In der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck hatten sich bis zum Nachmittag 12.000 Bürger zum Antigentest eingefunden. Beim Aufruf muss man einfach mit tun im Interesse der Allgemeinheit. Ich finde es eine tolle Geschichte, dass das so ernst genommen wird und ich hoffe, dass halt alles gut ausgeht. In Vorarlberg wurden 52.137 Tests an 80 Stationen durchgeführt. Ich denke mir, ich kann dazu beitragen, dass, wenn ich jetzt das hätte, dass die Krankheit eingedämmt wird. Und da tue ich das. Das ist ein kleiner Peaks quasi oder zwei. Und dann, das ist nicht viel im Vergleich dazu, wenn ich andere Leute anstecken würde. Die Messehalle in Wien. Hinter diesem Schutzanzug steckt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Sie war als ehrenamtliche Mitarbeiterin des Samariterbunds vor Ort. In Ergänzung zu einer bestehenden, bereits nationalen Teststrategie, die vor allem beim Pflege- und Gesundheitspersonal fokussiert und ansetzt, beim Lehrpersonal ansetzt, machen Massentests dann Sinn, wenn sie regelmäßig wiederholt werden. Und diese Abstände sollten natürlich nicht zu lange sein, weil es geht darum, dass man die Infektionsketten nachhaltig unterbricht. Unterbrechungen gab es heute auch aufgrund technischer Pannen. Und das liegt zu einem großen Teil an der Software des Bundes. Die hat in Tirol und Wien nämlich immer wieder gestreikt. Ausgerechnet in der Stadthalle ist das elektronische Datenerfassungssystem ausgefallen. Dort war der Andrang am größten. Das Bundesheer hat zu Papier und Zettel gegriffen, um die Daten zu erfassen. An allen drei Wiener Standorten gab es leichte Verzögerungen. In Tirol haben negativ getestete Personen vorerst gar keine Nachricht über ihr Testergebnis erhalten. Positiv Getestete wurden wie geplant informiert. Für die technische Abwicklung verantwortlich ist das Unternehmen World Direct. Wie konnte es zu den Problemen kommen? Wir sind in der Planung und in der Umsetzung dieses Projekts von einem auch sehr ambitionierten, aber doch etwas längeren Zeithorizont ausgegangen.
In der, im Fortlauf des Projekts hat sich aber herausgestellt, dass dieses Projekt weiter schneller zu realisieren war als ursprünglich gedacht. Meine World Direct-Kollegen haben daher wirklich Nachtschichten eingelegt, Wochenendschichten eingelegt und haben versucht, dieses Anmeldesystem möglichst schnell performant auf die Straße zu bringen. Man muss dazu sagen, dass im Normalfall bei einem Softwareprodukt gibt es unterschiedliche Testzyklen, die notwendig sind, um ein qualitativ sehr hochwertiges Produkt auf den Markt zu bringen. In dem Fall war es uns aber aufgrund des Zeithorizonts nicht möglich, alle Tests so durchzuführen, wie wir das gern getan hätten. Dadurch kam es eben heute leider Gottes zu Performance-Problemen. In Vorarlberg scheint mit einem eigenen System alles zu klappen. Die Softwarepannen in Tirol und Wien haben zu Reaktionen aus den Bundesländern geführt, die erst später starten. In Oberösterreich hat der Linzer Bürgermeister Klaus Luger einen Alleingang mit einem eigenen IT-System angekündigt. Das Land Oberösterreich möchte nach dem Wochenende entscheiden, ob ein Plan B aktiviert wird. Abseits der technischen Diskussionen steht noch immer die Frage im Raum, wie sinnvoll die Massentests überhaupt sind. Prinzipiell seien sie wirksam, sagt der Experte. Was halt noch fehlt, ist eine Regelmäßigkeit. Also man müsste eigentlich das zweimal in der Woche machen, über einen gewissen Zeitraum oder dann zumindest wiederholt nochmal, auch zwei, dreimal hintereinander mit engem zeitlichen Abstand, weil nur dann gelingt es wirklich, einen Großteil der Infizierten zu identifizieren und herauszuziehen sozusagen und wellenbrechend zu wirken. Ein Modell für die Zukunft könnte sein, Massentests nur für Risikogruppen anzubieten und für Privatpersonen verstärkt auf Gurgeltests zu setzen. Die Schönheit wäre, dass man eben die Leute regelmäßig zu Hause gurgeln lassen könnte. Man könnte auch Haushaltspools machen. Das heißt, es könnte ein Haushalt sagen, wir gurgeln, wir schütten alle, die da zusammenwohnen, schütten ihre Gurgellösung zusammen und dann analysieren wir einfach nur diesen Pool und nur wenn er positiv ist, schauen wir nochmal genauer hin. Und ich kann aber schon den ganzen Haushalt absondern, weil wenn ich sage, da ist einer positiv und die leben zusammen, dann müssen die sowieso weitere Kontakte vermeiden. Am ersten Tag wurden nur wenige Infektionen registriert. In Wien gab es beispielsweise 112 Infektionen bei 24.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das sind 0,5% der Getesteten. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat nach dem ersten Tag eine positive Bilanz gezogen. Er erwarte sich durch die Testungen einen deutlichen Schritt zur weiteren Verringerung der Infektionszahlen. Und wir gehen jetzt live zu Lukas Lattinger in Wien und Daniela Schmiederer in Tirol. Sie haben beide diesen Testbeginn für uns beobachtet. Herr Lattinger, in Wien eine Zettelwirtschaft statt Computer. Aber abseits davon, wie haben Sie diesen Tag erlebt, die Stimmung bei Ihnen? Zwiegespalten, würde ich sagen, war die Stimmung. Auf der einen Seite natürlich eigenartig, weil die Stadthalle ist sehr bekannt für Rockkonzerte und dieses Bild dieser Massentests ist natürlich komisch, ungewohnt. Es ist immerhin die erste Veranstaltung seit März, die es hier in der Stadthalle gibt. Und auf der anderen Seite durchaus positiv die Stimmung auch bei der Bevölkerung, bei den Leuten, die sich hier testen haben lassen, denn die haben die Organisation durchaus als gelungen empfunden. Also das haben sie zumindest mir gegenüber gesagt. Und bei mir ist jetzt der Militärkommandant von Wien, Kurt Wagner. Guten Abend. Wie ist jetzt aus Sicht des Bundesheeres das Resümee des ersten Tages, Bezug nehmend auch auf diese ganzen IT-Probleme, die es gegeben hat? Also wir haben noch heute in der Früh mit den Massentests an den drei Standorten planmäßig begonnen. Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, diesen Start so gut durchzuführen, gemeinsam mit der Stadt Wien und dem Arbeiters- und Ritterbund. Und es hat sich auch ausgezahlt, dass wir beim Vorüben uns nicht nur abgestützt haben auf das EDV-System, sondern das auch analog durchgeführt haben. Alles klar, herzlichen Dank, Herr Wagner. Ich habe gehört, es hat ein bisschen Tonprobleme gegeben, dafür entschuldige ich mich und gebe wieder zurück ins Studio zu dir. Daniela Schmiederer, machen wir bei Ihnen in Tirol weiter. Auch da technische Probleme berichtet worden, aber sonst? Ja, die bereits angesprochenen technischen Probleme waren natürlich auch in Tirol ein Wermutstropfen, aber auch der einzige hat es geheißen. Das Land ist dann auf ein eigenes Landestool umgestiegen. Das läuft über die Leitstelle und dabei will man auch bleiben, auch wenn die Bundessoftware jetzt wieder funktioniert. Ja, Stichwort einziger Wermutstropfen. Es gibt jetzt seit kurzem ein Endergebnis des heutigen Tages. 76.000 Menschen in ganz Tirol haben sich heute testen lassen und davon waren nur 202 positiv. Das sind etwa 0,2%.
Prozent. Und die Verantwortlichen zeigen sich generell sehr positiv über diesen ersten Testtag und auch all jene, die sich testen haben lassen. Es ist natürlich schon eine sehr spannende Angelegenheit. Das hat man bei sehr vielen gemerkt, dieser Mund-Nasen-Abstrich. Eine sehr ungewöhnliche Aktion, aber keine Wartezeiten, sehr unkompliziert. Und viele haben sich auch aufgrund des vielen Platzes, der wenigen Schlangen, sehr sicher gefühlt, hat es geheißen. Ich habe auch mit anderen gesprochen und die haben gemeint, auch ein interessanter Aspekt, dass sich wohl nur jene testen lassen, die sich ohnehin an all die Regeln halten. Ganz kurz noch, hinter Ihnen beiden sieht man überall noch Freiwillige, da wird überall noch gearbeitet. Frau Schmidauer, in Tirol sind 7000 Menschen als Freiwillige im Einsatz. Wer sind denn die, woher kommen die? Ja, das Mobilisieren der Freiwilligen ist in Tirol offenbar sehr gut gelungen. Diese Freiwilligen tragen ja auch diese Aktion. Das sind Ärztinnen, das sind Ärzte, das ist Pflegepersonal, die sich in dieser ohnehin bereits sehr intensiven und fordernden Zeit in den Dienst dieser Sache stellen, ehrenamtlich. Das sind auch Mitglieder der Blaulichtorganisationen, der Feuerwehren, der Rettung, also des Roten Kreuzes, der Johanniter, die dieses Wochenende in den Testlokalen verbringen. Und wenn man mit denen spricht, dann ist schnell klar, für viele war es selbstverständlich, da mitzuhelfen, und andere sagen aber auch, das ist eine Jahrhundertkrankheit, das ist eine einzigartige Aktion, die man so schnell wohl nicht mehr erleben wird. Und deshalb haben sie sich dazu entschieden, freiwillig mitzuarbeiten. Jedenfalls eine Leistung. Danke, Daniela Schmidauer und Lukas Lattinger, für diese Live-Berichte aus Tirol und aus Wien. Mit Massentests sind ja schon Erfahrungen gesammelt worden in unserer Umgebung, etwa in Südtirol, wo 80% der Menschen mitgemacht haben und der Test als großer Erfolg bezeichnet wird. In der Slowakei waren gut 60% der Menschen beim Test. Dort ist in der Folge aber ein regierungsinterner Streit ausgebrochen. Debatten über den Massentest und Corona gibt es jedenfalls auch bei uns zur Genüge. Und einiges davon können wir jetzt mit Bundeskanzler Sebastian Kurz besprechen. Er ist uns live zugeschaltet. Guten Abend und danke fürs Kommen, Herr Bundeskanzler. Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Herr Bundeskanzler, Computersysteme fallen aus, stattdessen Zettelwirtschaft. Falsche Termine sind auch verschickt worden in einigen Bundesländern. Davor gab es ein Datenleck. Können Sie angesichts dieser technischen Pannen zufrieden sein mit dem Start der Massentests? Ja, ich bin mit dem Start sehr zufrieden, um ehrlich zu sein. Wenn man so ein großes Projekt startet wie wir in Österreich, dann hat man davor natürlich schlaflose Nächte. Da gibt es Fragen, wie gibt es genug Freiwillige, die mithelfen? Funktioniert das alles logistisch? Wird es überhaupt genug Testmaterial und Schutzausrüstung geben? Das hat alles funktioniert. Daher ein großes Danke wirklich an die Bundesländer, an die Gemeinden, an die Freiwilligen, an das Bundesheer, an alle, die das möglich gemacht haben. Und eine Entscheidung hat sich als sehr richtig herausgestellt, nämlich von Anfang an auch neben dem digitalen System ein analoges Backup zu haben, also die Möglichkeit zu haben, wenn Computersysteme ausfallen, es analog durchzuführen. Und ich glaube, das war wichtig, denn dadurch hat heute auch alles für die Bevölkerung funktioniert, obwohl es im Hintergrund IT-Probleme gegeben hat. Die A1 arbeitet aber auf Hochtouren und ich hoffe, dass es Ihnen auch bald gelingt, diese IT-Probleme dann vollständig zu lösen. Also das scheint Ihnen wenig auszumachen, dass sozusagen der Plan A nicht funktioniert hat und man auf die Zettel zurückgreifen musste. Es gab aber sehr wohl einiges an Ärger über diese technischen Pannen. Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer von der ÖVP, Ihrer Partei, spricht von keiner überraschenden Entwicklung. Zitat: Wie so oft wird vom Bund viel angekündigt und nichts funktioniert und das sei unglaublich. Was entgegnen Sie denn Ihrem Parteifreund? Also ich verstehe, dass überall gerade die Anspannung groß ist. Es ist ja in Ihrem Bericht gerade zum Ausdruck gekommen, das ist eine Jahrhundertpandemie, die wir gerade erleben. Es gibt keine einfache Antwort auf diese Pandemie. Es gibt überall auf der Welt nur ähnliche Zugänge. Lockdowns sind ein Zugang. Das Testen ist eine, finde ich, sehr gute Alternative dazu, weil mir jeder Test lieber ist als eine Woche Lockdown. Und insofern finde ich es gut, dass wir dieses Projekt durchführen. Ich bin dankbar, dass Zehntausende Freiwillige mithelfen. Ich kann es gar nicht oft genug erwähnen. Ich bin froh, dass alle Bundesländer da an einem Strang ziehen und dass es da natürlich Herausforderungen gibt, genauso wie in Südtirol, genauso wie in der Slowakei. Auch bei uns jetzt, das überrascht mich nicht. Vorarlberg hat die Technik perfekt funktioniert, in Tirol nicht so gut, in Wien teilweise. Es ist überall aber gelungen, dass die Bevölkerung dadurch nicht beeinträchtigt war. Und das ist ja das Wichtigste. Und insofern danke an alle, die nicht nur
die technische IT-Vorbereitung gemacht haben, die nicht überall geklappt hat, sondern auch die analoge, auf die jetzt in diesen Tagen zurückgegriffen werden konnte. Ja, in Vorarlberg hat es funktioniert, weil die ein eigenes System hatten und nicht das System aus Wien. Aber Sie selbst spielen ja da auch vielleicht eine Rolle, denn Sie waren ziemlich schnell. Sie haben die Ankündigung zu den Massentests am 15. November gemacht, vor nicht einmal 3 Wochen. Viele waren nicht informiert. Es ist halt sehr schnell gegangen. Waren Sie vielleicht voreilig? Ich glaube, man könnte davon sprechen, dass es voreilig wäre, wenn das Projekt nicht funktionieren würde. Aber ich würde sagen, das Projekt funktioniert. Wenn Sie sich die Berichte der Menschen anschauen in Tirol, in Vorarlberg, in Wien, dann sind die alle sehr, sehr positiv. Ich habe heute mit Dutzenden Leuten telefoniert, um mir selbst auch ein Bild zu machen, wie die Eindrücke sind. Quer über die Parteigrenzen hinweg. Und da gibt es viele, die berichten, sowohl in Vorarlberg als auch in Tirol, dass das innerhalb von wenigen Minuten funktioniert hat. Und auch in Wien, in einem Ballungszentrum, wo es sicherlich schwieriger ist, so ein Megaprojekt abzuwickeln, auch da hat es großartig funktioniert mit kaum Wartezeiten. Und insofern ziehe ich nach dem ersten Tag eine positive Bilanz. Und natürlich gibt es Herausforderungen, wie jetzt zum Beispiel auf der technischen Seite. Aber ich möchte schon die Frage stellen, was wäre denn die Alternative, dieses Megaprojekt nicht zu starten? Die Alternative sind längere Lockdowns. Und insofern, glaube ich, sind wir gut beraten als Österreich, dass wir die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, nutzen, um die Pandemie zu bekämpfen. Und ich glaube, nachdem wir alle einfach diese Lockdowns, diese Freiheitseinschränkungen, die Schäden für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt satt haben, müssen wir schlicht und ergreifend mehr und mehr auf Tests setzen. Das ist jetzt einmal ein Anfang. Es wird nicht der letzte Test sein, sondern wie in Ihrem Beitrag schon herausgekommen ist, das Ziel muss sein, dass wir diese Tests wiederholen, dass wir sie für die ganze Bevölkerung wiederholen, aber natürlich ganz besonders auch für Zielgruppen, für Menschen, die mit besonders vielen Menschen in Kontakt sind, Lehrerinnen und Lehrer oder andere Gruppen, die in ihrem Beruf mit vielen Menschen in persönlichen Kontakt kommen. Jetzt haben Sie es schon wieder angedeutet, darum frage ich Sie gleich noch konkret. Sie haben das mehrmals schon so halb gesagt, dass es eine umfassende Testung der Bevölkerung noch einmal geben wird. Dasselbe hat heute auch der Gesundheitsminister auf Österreich 1 gesagt. Also machen wir es doch bitte konkret. Sie haben den Dreikönigstag als Termin genannt. Wird noch einmal die ganze Bevölkerung in Österreich getestet, womöglich zu diesem Datum? Schauen Sie, Herr Bötzelsberger, ich muss ein bisschen ausholen. Geht es nicht kurz auch? Ich glaube, es hängt ein bisschen von der Beteiligung ab, die wir erleben. Ich beantworte vielleicht Ihre Frage zunächst einmal in der Theorie. In der Theorie ist der Massentest dann ein absoluter Gamechanger, wenn er zweimal innerhalb von kurzer Zeit durchgeführt wird und alle Menschen mitmachen würden. Würden wir innerhalb von einer Woche alle Menschen zweimal testen, dann hätten wir das Virus in Österreich fast gänzlich ausgerottet und es würde sehr, sehr lange brauchen, bis es wieder auf ein problematisches Niveau anwächst. Das ist so natürlich nicht möglich, weil nicht die ganze Bevölkerung freiwillig mitmacht und dadurch wird der Massentest nicht das Virus auslöschen können, aber er kann einen Beitrag leisten, um das Virus zu lokalisieren, Ansteckungsketten zu durchbrechen und bei jedem Einzelnen, den wir herausfischen, zu verhindern, dass er andere Menschen ansteckt. Das heißt, es kommt jetzt sehr stark auf die Beteiligung an. Wenn wir eine ordentliche Beteiligung zusammenbringen, dann hat dieser Massentest einen Effekt und dann wird es darum gehen, dass wir gemeinsam mit den Bundesländern beraten, auch je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens, wann ist der richtige Zeitpunkt, diesen Massentest zu wiederholen. Aber Entschuldigung, was ist eine ordentliche Beteiligung? Naja, ich glaube, dass eine Beteiligung von rund einem Drittel schon ordentlich etwas bringen würde. Sie haben in Ihrem Beitrag angedeutet zuvor, naja, dass vielleicht auch viele Menschen hingehen, die sich sonst auch an die Regeln halten. Das ist natürlich dann nicht ideal. Wir sollten möglichst alle erwischen, auch diejenigen, die sich vielleicht nicht an alle Regeln sonst halten. Und insofern würde ich gerne die Frage, wann der Test vollständig wiederholt wird und wie das ablaufen soll, nach dem ersten Durchlauf beantworten. Was allerdings schon feststeht, ist, dass wir in den nächsten Monaten, bis die Impfung greift, extrem auf ein Testen von Massen zurückgreifen werden. Das können ganze Bundesländer sein, das können aber auch besonders betroffene Regionen sein, das können Berufsgruppen sein, wie Lehrerinnen und Lehrer, persönliche körpernahe Dienstleister oder andere. Aber ich verstehe es noch immer nicht ganz. Sie wollen alle noch einmal testen, die ganze Bevölkerung, das ist zumindest Ihr Ziel.
Natürlich ist unser Ziel, in den nächsten Monaten so viele Menschen wie möglich regelmäßig zu testen. Und da wird es auch Angebote für die Bevölkerung geben. Es ist ja keine Pflicht, wie Sie wissen, sondern es hängt davon ab, dass die Menschen sich freiwillig beteiligen. Und das ist natürlich unsere Hoffnung, jetzt einmal, dass möglichst viele Menschen mitmachen, weil dann hat es einen großen Effekt und dann hilft es uns, weitere Lockdowns zu verhindern. Möglichst viele Menschen, das ist eh eigentlich schon das Stichwort für die nächste Frage. Der Andrang hat sich so ein bisschen in Grenzen gehalten heute. Wien hat 24.000 Tests gemeldet. Die Kapazitäten waren für 150.000 geplant und das Ziel waren 1,2 Millionen Tests. Wenn man das sich dann ausrechnet, dann sind das von heute 2%, die heute dort waren. Wenn das so weitergeht, wird die Quote recht niedrig sein. Ja, ich glaube, warten wir mal ab. Ich habe das Gefühl, dass das in Wien sehr professionell organisiert ist. Ich hoffe doch, dass da der Zustrom auch in den nächsten Tagen noch weiter zunimmt. Im Westen gab es einen noch höheren Zulauf. Insgesamt sind heute an einem ersten Testtag rund 150.000 Menschen in Österreich getestet worden. Also ich gehe schon davon aus, dass wir hier in Gesamtösterreich vielleicht fast ein Drittel unserer Bevölkerung werden testen können. Reicht das wirklich? Ein Drittel nur? In Südtirol waren es 80%, Herr Kurz. Na, Herr Bötzelsberger, es ist immer die Frage, was heißt, reicht das? Je mehr Tests wir durchführen, desto besser ist es. Insofern ist ein Drittel besser als null? Ja. Wären 50% besser als ein Drittel? Selbstverständlich. Das ist ja ganz einfach zu beantworten. Je mehr Menschen getestet werden, desto mehr Positive können wir lokalisieren, desto eher können wir verhindern, dass sie andere anstecken. Und das bedeutet, wir können Lockdowns, ein exponentielles Wachstum, Sterbefälle und vieles andere verhindern. Ja, aber ich finde das interessant. Sie haben ja auch Beobachter nach Südtirol geschickt, wo eben 80% die Quote war. Und Sie stapeln jetzt ein bisschen tief mit 30%. Woher diese Zurückhaltung? Trauen Sie das sozusagen den Leuten nicht zu oder dem Land nicht zu? Woher kommt diese Zurückhaltung? Ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, welche Zahlen man verwendet. Von 80% in Südtirol weiß ich nichts. Da habe ich einen anderen... Spricht die Lokalregierung selbst davon? Habe ich einen anderen Eindruck. Ich habe einmal Quoten von 60% gehört. Ich glaube, wenn Sie dann stärker in die Details gehen, werden Sie sehen, dass zum Beispiel in der Slowakei oder auch in Südtirol Personen teilweise nur bis 65 getestet worden sind. Das heißt, es war eine kleinere Gruppe, die man getestet hat. Und insofern haben die dann einen größeren relativen Prozentsatz angegeben. Aber sei es wie sei, ich kann es abkürzen. Je mehr Menschen mitmachen, desto besser. Es liegt an jedem von uns. Ich werde noch testen gehen. Ich hoffe, Sie machen das auch. Und ich glaube, jeder, der einen Beitrag leisten möchte, dass wir nicht sofort wieder in den nächsten Lockdown verfallen müssen, jeder, der einen Beitrag leisten möchte, dass die Todeszahlen zurückgehen, jeder, der einen Beitrag leisten möchte, dass er selbst, falls er infiziert ist, nicht Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen ansteckt, der sollte sich testen lassen. Der harte Lockdown ist ab Montag vorbei. Gleichzeitig haben eben diese Tests begonnen und auch gleichzeitig wissen die Menschen, dass das Feiern, das sich Treffen wieder etwas leichter wird, besonders dann zu den Feiertagen. Da dürfen sich bis zu 10 Menschen treffen. Vor diesem Hintergrund könnte die ganze Sache nicht vielleicht ein Schuss ins Knie werden, weil sich die Leute denken, ach, jetzt bin ich getestet, ach, jetzt dürfen wir uns eh wieder mehr treffen. Also eigentlich kontraproduktiv vielleicht sogar? Also bitte, ich glaube, die Menschen in Österreich sind nicht dumm, ja, und wir sollten sie auch nicht so darstellen. Ich glaube, dass es, das impliziert ja, dass jemand glaubt, wenn er heute negativ ist bei einem Test, dass er sich dann nicht anstecken kann und unverwundbar ist. Also Herr Bötzelsberger, bei allem Respekt, aber wir beschäftigen uns jetzt seit fast einem Jahr mit der Pandemie. Es gibt täglich Berichterstattung in den Medien dazu. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen sehr genau wissen, dass ein negatives Testergebnis eine Momentaufnahme ist. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen sehr genau wissen, dass es trotzdem bedeutet, dass man vorsichtig bleiben muss. Und insofern würde ich einfach die Bevölkerung da nicht unterschätzen. Ich glaube, dass wir einfach alle eines verstehen müssen. Je mehr und je früher wir Infizierte lokalisieren können, desto besser können wir verhindern, dass sich andere Menschen anstecken. Entschuldigung, ich glaube, wir haben nämlich ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Ich habe eigentlich von Menschen gesprochen, die, machen wir es ganz konkret, die heute sich testen gelassen haben und vielleicht haben sich Freunde auch testen lassen und da kommt raus, es sind alle negativ. Dann liegt da der Gedanke vielleicht nahe, dass man dann sagt, so, wir sind alle negativ, wir gehen jetzt feiern. Wissen Sie, was ich meine? Ist das keine Gefahr? Ich weiß, was Sie meinen, aber ich glaube daran nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass die
Menschen sehr genau wissen, was ein negatives Testergebnis bedeutet, dass das kein Freibrief ist. Und wenn Ihre Theorie stimmen würde, dass Testen schlecht wäre, dann wäre ja die Pandemie gelöst, indem wir möglichst wenig testen. Das Gegenteil wollen wir aber. Alle Länder dieser Welt setzen auf mehr und mehr Tests. Wir haben im Frühling immer beklagt, dass wir zu wenig Testkapazitäten haben. Die Antigentests waren ein Riesendurchbruch, weil wir jetzt mehr Menschen testen können. Und wir wissen international auch, dass Länder, die sehr, sehr viel testen, tendenziell auch erfolgreich in der Pandemiebekämpfung sind. Wir wissen zum Beispiel auch von Unternehmen, die regelmäßig ihre Mitarbeiter testen, dass die verhindern können, dass sie sich die Infektion ins Unternehmen einschleppen und dann im Unternehmen sich das alles verteilt. Das heißt, ich glaube, dass einfach erwiesen ist, dass mehr Testungen einen positiven Effekt haben. Entschuldigung, Ihre Kritiker sagen ja oft, dass Sie mit den Massentests vielleicht ablenken wollten von den schlechten Ansteckungszahlen, die es in Österreich gibt. Die waren ja teilweise, also die höchsten, zeitweise die höchsten auf der ganzen Welt. Stimmt diese Vermutung? Also ich halte nichts von diesem Vorwurf. Was hätte ich denn davon? Ich glaube, als Bundeskanzler habe ich dasselbe Ziel wie jeder andere Staatsbürger in unserem Land auch, nämlich, dass wir die Ansteckungszahlen so schnell als möglich wieder nach unten bringen. Und ich glaube, dass der Lockdown sehr erfolgreich gewirkt hat, wenn wir uns ansehen, dass wir unsere Ansteckungszahlen in den letzten Wochen halbieren konnten. Wir landen jetzt am Ende des Lockdowns bei rund 3.000 Neuinfizierten pro Tag. Wir hatten schon einmal eine Zahl, die mehr als doppelt so hoch war. Die Massentests werden einen weiteren Beitrag dazu leisten, dass wir mit den Zahlen nach unten kommen. Und ich glaube, wenn es wirklich eine Herausforderung gibt, wo wir noch deutlich besser werden müssen, dann ist das insbesondere auch das Infektionsgeschehen bei älteren Menschen. Wir haben jetzt eine 7-Tage-Inzidenz von rund 270 in Österreich. Bei den über 85-Jährigen ist sie mehr als doppelt so hoch. Das heißt, es ist in vielen Pflegeheimen zu Einschleppungen gekommen. Und da ist einfach meine große Bitte an alle, die in diesem Bereich Verantwortung tragen, an alle, die hier einen Beitrag leisten können, dass wir vor allem versuchen, diese Einschleppungen in die Pflegeheime zu verhindern. Denn die älteren Menschen, die sind natürlich ganz besonders gefährdet, wenn sie sich infizieren und haben eine ganz besonders hohe auch Sterblichkeit. Aber das alles steht nicht im Widerspruch zueinander, sondern es braucht mehrere Maßnahmen gleichzeitig. Den Schutz der älteren Bevölkerung, den ich für ganz wesentlich erachte, der Lockdown bzw. die Maßnahmen, die wir nach wie vor setzen, damit das Infektionsgeschehen weiter sinkt. Und die Massentests sind eine vergleichsweise günstige, einfache Ergänzung dazu. Ja gut, es gibt wahnsinnig viele Appelle von Ihnen zum Abschluss noch gefragt. Sie sagen oft, bitte Abstand halten, bitte niemanden treffen, bitte am besten eigentlich nicht hinausgehen. Ein Appell, wenn man sich das anschaut, ist ja auch immer ein Ausdruck der eigenen Ohnmacht. Ich muss jemanden um etwas bitten, was ich selber nicht wirklich steuern kann. Jetzt stelle ich mir vor, für einen Machtmenschen, für einen Politiker ist das ohnehin schon schwierig, aber dann halten sich ja auch gleichzeitig die Leute nicht immer daran, das legen die Ansteckungszahlen zumindest irgendwie nahe. Gehen Ihnen diese Leute eigentlich tierisch auf die Nerven? Also das wäre ein bisschen zu zugespitzt, aber was ich schon sagen muss, ist natürlich ist es so, dass jeder Einzelne einen Beitrag leisten kann und je mehr Menschen versuchen, ihren Beitrag zu leisten, desto besser funktioniert es. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir in einem demokratischen Rechtsstaat leben, wo es gewisse Grenzen gibt, was die Staatsmacht betrifft, dass natürlich andere Länder in anderen Teilen der Welt hier ganz andere Möglichkeiten haben, das steht außer Streit. Ich glaube, wir haben als Politik Möglichkeiten, Maßnahmen zu setzen und wir haben die Aufgabe, die Bevölkerung zu ersuchen, diese Maßnahmen bestmöglich mitzutragen. Aber natürlich ist es am Ende des Tages immer auch eine Verantwortung von jedem Einzelnen. Herr Bundeskanzler, danke für den Besuch hier im ORF und einen schönen Abend noch. Vielen Dank. Wiederschauen. Ab Montag treten also Lockerungen des harten Lockdowns in Kraft, aber die haben ihre Grenzen, besonders
an den Grenzen. Die Regierung will so gut es geht vermeiden, dass die Leute ihre Weihnachtsferien im Ausland verbringen. Deshalb tritt ab 19. Dezember bis 10. Jänner ein strenges Grenzregime in Kraft. Die Kennzahl dazu ist 100. Wer aus einem Land einreisen will, das mehr als 100 Neuinfektionen auf 100.000 Bewohner hat, der muss 10 Tage lang in Quarantäne und kann sich erst nach 5 Tagen freitesten. Das trifft im Moment auf alle Nachbarländer zu und darüber hinaus, ob es jetzt Ungarn, Tschechien, die Slowakei oder Deutschland sind oder Serbien, Bosnien und Kroatien, überall liegt dieser Wert deutlich über 100. Die exakte Verordnung mit möglichen Ausnahmen liegt zwar erst nächste Woche vor, aber die Sache an sich hat schon für schwere Debatten gesorgt, auch weil der Kanzler in seiner Ankündigung ganz klar auf Mitmenschen vom Balkan gezielt hat. Und von dort berichtet unser Korrespondent Christian Verschütz. Serbien hat bisher trotz hoher Corona-Zahlen einen kompletten Lockdown wie in Slowenien oder Österreich vermieden. Geschäfte und Restaurants arbeiten, obwohl die Öffnungszeiten beschränkt sind. Die Selbstdisziplin ist nun besser geworden. Aber schauen Sie doch in Autobusse und Geschäfte, da fehlt das Verantwortungsbewusstsein. Alle Serben müssen verantwortlich handeln. Wegen der vielen Serben, die im Ausland leben und arbeiten, werden natürlich auch die Maßnahmen genau verfolgt, die Länder wie Österreich treffen. Jeder Staat versucht, seine Bürger zu schützen. Das ist eine völlig korrekte Entscheidung. Jeder versucht, sich zu schützen. Sie haben das Recht dazu. Für nötig halte ich es nicht. Weitere Einschränkungen gelten in Serbien seit heute um 17 Uhr bis Montag 5 Uhr früh. Viele Geschäfte sind nun über das Wochenende geschlossen. Hinzu kommt, dass in der kommenden Woche Restaurants und Cafés nur mehr bis 17 Uhr offen sein dürfen. Hauszustellung ist aber rund um die Uhr möglich. Auch in Serbien appellieren Ärzte immer wieder an die Vernunft der Bürger. Vor Weihnachten werden viele Bürger Geschenke kaufen. Daher ist es sehr wichtig, maßvoll zu sein. Ich glaube, dass die große Mehrheit die Maßnahmen befolgt. Doch die Minderheit hat das hervorgerufen, was wir nicht erwartet haben. Wenn sich alle daran halten, dann können wir nach dem 15. Dezember die Wirkung der Maßnahmen bewerten und sie dann vielleicht zu Weihnachten oder Neujahr lockern. Eröffnet wurde in der Nähe von Belgrad heute auch ein neues Covid-Krankenhaus. Es hat mehr als 900 Betten, davon 250 für Intensivpatienten. Ein weiteres Krankenhaus ist im Bau. Hohe Fallzahlen gibt es im gesamten ehemaligen Jugoslawien. So zählte Kroatien in den vergangenen 24 Stunden fast 4.000 Neuinfektionen und mehr als 60 Todesopfer. Der Andrang bei Tests ist groß. Eine Sporthalle wurde als Notfallkrankenhaus hergerichtet. Doch noch hält das Gesundheitswesen den Herausforderungen stand. In Slowenien sind die Maßnahmen seit Wochen am strengsten. Doch in den Griff bekommen hat man das Virus bisher nicht. Ein Faktor war dabei im Sommer und Frühherbst die enge Verzahnung mit dem ehemaligen Jugoslawien. Im Juli hatten wir eine Welle, die aus Serbien und Bosnien kam, weil damals dort die Epidemie am Höhepunkt war. Das konnten wir durch Maßnahmen an der Grenze eindämmen. Ende August führte dann die Rückkehr slowenischer Touristen aus Kroatien zu einer großen Welle wegen der Wiederaufnahme der Arbeit und des Schulbeginns. Auch im September hatten wir viele Fälle aus dem Ausland. Nun dominieren Infektionen an Arbeitsplätzen, privaten Treffen, Altersheimen. Doch viele Infektionsherde sind auch unbekannt. Lockerungen werden, wenn überhaupt, erst zu Weihnachten möglich sein. Das Stichwort, die Weihnachtsferien also, die sollen wir am besten zu Hause verbringen. Das ist der Wunsch der Regierung zumindest. Und wer zu Hause ist im Winter, der geht vielleicht gern Skifahren. Ob das überhaupt geht, war zuletzt unklar. Seit Mittwoch steht fest, dass die Seilbahnen am 24. Dezember ihren Betrieb aufnehmen dürfen unter Hygienerichtlinien. Und mit einem großen Aber. Die Hotels bleiben geschlossen, die Lokale bleiben zu. Der Skispaß ist beschränkt auf jene, die in der Gegend eines Gebiets wohnen oder auf Tagesausflügler. Mit welchen Regeln, mit solchen Regeln ist Österreich nicht allein. Frankreich öffnet zwar die Wintersportorte zur Erholung, die Liftanlagen dort, die dürfen aber nicht fahren. Bayern will zumindest bis zum 10. Jänner keinen Skifahrer sehen. Und Italien wollte überhaupt ein europaweites Skiverbot bis in den Jänner hinein. Innerhalb des Landes
bleiben jedenfalls die Gebiete bis 6. Jänner zu. Unsere Korrespondentin Cornelia Wospanek jetzt mit einer Reportage aus Tavis an der Grenze zu Österreich, wo die Entscheidung aus Rom auf wenig Gegenliebe stößt. An Schnee mangelt es ausnahmsweise einmal nicht. Der wäre pünktlich da, aber aus der Saisoneröffnung wird nichts. In Tavis im äußersten nordöstlichen Winkel Italiens grenzt man an Skigebiete in zwei Nachbarländern. Die Österreicher machen auf, selbst muss man bis zum 7. Jänner geschlossen halten. Über Details wird immer noch verhandelt. Nur für Profisportler wird irgendwann vor Weihnachten doch das Training erlaubt, sagt der lokale Tourismusverantwortliche. Was denkt er sich beim Pistengezerre? Dass Europa nicht existiert, so sollte es nicht sein. Solche Aktionen führen zu Gegenaktionen. Ihr macht die Pisten auf, also machen wir die Grenzen zu. Damit gemeint, die Drohung, jeder, der nach dem 21. Dezember aus dem Ausland kommt oder Weihnachtsferien im Ausland verbringt, muss in Italien in die Quarantäne. Das hat der Premierminister angedroht, als er verstanden hat, dass es keine einheitliche europäische Pistenregelung geben wird. Aber wie soll das kontrolliert werden und von wem? An einem Grenzübergang wie diesem hier. Bei der Grenzpolizei weiß man noch nicht, was man mit all den Ankündigungen machen soll. Was macht man mit einem Skitagesausflügler nach Österreich? Das kann ich erst sagen, wenn man es mir sagt. Es wäre nicht seriös von mir, das jetzt zu beantworten. Aber so viel ist klar. Kontrollen gibt es immer. Man muss einen triftigen Grund haben, um sich zu bewegen. Hat man den nicht, gibt es Sanktionen. Anders als im ersten Lockdown ist die Grenze jetzt offen. Sie darf aber nur aus dringenden Gründen passiert werden. Arbeit, Familie, Gesundheit oder um beispielsweise etwas zu kaufen, was es zu Hause nicht gibt. Auch zwischen Italiens Regionen mit unterschiedlichem Gefahrenniveau und damit unterschiedlicher Wirtschaftsaktivität, hier in Orange sind Bars und Restaurants geschlossen, darf man sich zurzeit nur mit triftigem Grund bewegen. Bis Weihnachten sollen alle Regionen Italiens wieder Gefahrenzone gelb sein, überall die Geschäfte und Restaurants bis 18 Uhr offen. Und doch wird es danach so richtig streng. 3 Tage vor Weihnachten soll man aus seiner Region nicht mehr raus. In Italien wird jetzt schrittweise gelockert, nur damit zu Weihnachten wieder alles dicht gemacht wird. Es ist ein extrem strenges Weihnachtsregime, das den Italienern heuer bevorsteht. Nicht einmal zwischen Gemeinden wird man sich bewegen dürfen. Alles dient dem Zweck, eine mögliche dritte Welle zu verhindern, die es dann auch unmöglich machen würde, mit den Impfungen zu beginnen. Für den Wintertourismus, der um Weihnachten den Großteil seines Umsatzes macht, ein harter Schlag. Aber es muss eben noch eine Übungsrunde gedreht werden, bevor es wieder losgehen kann. Und gehen wir jetzt noch live nach Italien zu unserer Korrespondentin Katharina Wagner. Rom hat gesprochen, die Sache ist beendet, heißt es immer eigentlich im Vatikan. Aber schaut jetzt auch ein bisschen so aus, in dieser Sache lassen sich die Regionen das politisch auch so gefallen einfach? Ja, sie müssen es sich gefallen lassen, würde ich sagen. Aber es gab natürlich auch bei diesem Beschluss, wie eigentlich auch bei allen anderen Corona-Maßnahmen hier im Land, heftige Diskussionen zwischen Regionen und der Regierung. Und auch innerhalb der Regierung, da dürfte es ganz heftige Diskussionen gegeben haben dieser Tage. Aber fix ist, der Premier, der hat seine harte Linie durchgezogen. Was den Regionen besonders aufgestoßen ist, das war eben diese Schließung der Gemeinden am 25. und 26. Dezember und auch am 1. Jänner darf niemand die Gemeinde verlassen. Aber gestern wurde diese Debatte dann auch wieder etwas abgebremst, denn Italien hat 993 Todesfälle nach einer Covid-19-Infektion verzeichnet und das war der höchste Wert, den das Land bisher gesehen hat. Und wenn man einem Meinungsforschungsinstitut hier in Rom glaubt, dann sind auch 80% der Italiener und Italienerinnen mit den strengen Maßnahmen über die Weihnachtsfeiertage zufrieden und stimmen denen zu. Fast 1000 Tote also an einem Tag. Wir erinnern uns da an die Zustände in der Lombardei vor einigen Monaten und blicken wir vielleicht noch ganz kurz in die Lombardei. Diese am schwersten getroffene Region, ist das dann auch die, in der zum Beispiel als erstes geimpft wird, wenn es einen Impfstoff gibt?
Naja, der Gesundheitsminister, der hat diese Woche angekündigt, er hofft, dass schon Ende Jänner mit den Impfungen begonnen werden kann. Aber natürlich wartet man auch in Italien ab auf ein Okay für einen Impfstoff der EU-Arzneimittelbehörde EMA. Sobald das nicht da ist, wird man mit dem Impfen nicht beginnen. Aber dann soll eine ganz große Impfkampagne starten. Das wird aber nicht nach Regionen geschehen, sondern eben nach Risikogruppen. Gesundheitspersonal, Personal in Altersheimen wird zuerst geimpft werden. Und dann sollen, wenn möglich, alle Italienerinnen und Italiener bis zum September geimpft werden. Aber ob das der Fall sein wird, da muss sich die Regierung wohl mit Informationskampagnen noch ein bisschen ins Zeug legen, um auch in Italien Impfskeptiker davon zu überzeugen, dass das notwendig ist, um eben eine dritte Welle im Land zu verhindern. Ganz ähnliche Situation also bei Ihnen wie hier in Österreich. Danke, Katharina Wagner, für diese Schilderungen live aus Rom. Eine merkwürdige Welt ist das, oder? Die Tourismusländer Italien und Österreich verbieten de facto den Tourismus. Auch das hat uns die Pandemie gebracht. Hierzulande sollen die Hotelbetriebe am 7. Jänner wieder aufsperren. Da ist dann die Frage, wer überhaupt kommt und wenn, dann die Frage, wie viele kommen. Was sich dann noch wettmachen lässt vom Geschäft vor Weihnachten und Silvester, ist auch offen. Gerade die Zeit vor dem Jahreswechsel wäre die umsatzstärkste. Es gibt erkleckliche Staatshilfen, die vielen durchaus über die Runden helfen. Gerade große Betriebe und Hotelketten kommen aber trotzdem in Bedrängnis. Advent, eine stille Zeit. Ungewollt. Denn eigentlich wäre in der St. Martins-Therme im Burgenland jetzt Hochsaison. Seit Anfang November sind die Thermen aber zu. Na, wenn man da nicht besonders ein harter Bursch ist, bricht einem das Herz, wenn ich da reinschaue. Aber nicht nur bei uns, ich leide auch für die Mitbewerber mit. Ja. Das ist momentan nicht verdaubar. Jetzt wird renoviert, etwa hier im Kinderbereich. Das Wasser läuft weiter. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Damit werden die Personalkosten ersetzt. Daneben gibt es noch andere finanzielle Hilfsmaßnahmen. Für die Zeit von September bis nächsten Juni können Unternehmen den Fixkostenzuschuss 2 beantragen. Maximal gibt es da 800.000 Euro. Der Betrag soll noch auf 3 Millionen ausgedehnt werden. An den Details wird aber noch gefeilt. Betriebe, die im Lockdown nicht aufsperren dürfen, können außerdem einen Umsatzersatz beantragen. Für November werden maximal 80% des Vorjahresumsatzes ersetzt. Im Dezember soll es die Hälfte sein. Auch hier liegt der Maximalbetrag insgesamt bei 800.000 Euro. Umsatzersatz und Fixkostenzuschuss 2 können aber nicht gleichzeitig bezogen werden. Im Hotel Kaiserwasser in Wien gehen heute die Lichter aus. Voraussichtlich bis Mitte Jänner. Gäste sind keine mehr hier. Auch das Schwesterhotel muss schließen. Für November hat der Vorstand den Umsatzersatz beantragt und die Maximalsumme von 800.000 Euro erhalten. Hätten wir zwei Häuser, könnte ich zweimal 800.000 Euro, in Summe 1,6 Millionen Euro beantragen. Da beide Hotels in einer Gesellschaft untergebracht sind, ist diese Summe mit 800.000 Euro gedeckelt. Den Fixkostenzuschuss 2 bekommt das Hotel Kaiserwasser nicht mehr, da die Förderobergrenze schon allein mit dem November-Umsatzersatz erreicht wurde. Auch die Thermen der Farmed Vitality World haben im November schon die 800.000 Euro bekommen. Der monatliche Umsatz einer Therme liegt aber bei 2 Millionen. Über die Hilfen sei man dankbar. Aber diese Zuschüsse heben sich gegeneinander auf, sind sehr kompliziert umzusetzen. Man braucht zum Teil auch juristische Begleitung. Ganz kompliziert. Am Schluss, wenn wir so viel brauchen würden, bleibt so viel über. In den heimischen Skigebieten laufen inzwischen die Vorbereitungen für eine Öffnung zu Weihnachten. Im Kleinwalsertal in Vorarlberg will man freiwillig erst am 10. Jänner aufsperren, sowie die angrenzenden bayerischen Skigebiete. Das Kleinwalsertal hat hier Ausnahmegenehmigungen bei dem Grenzverkehr, beim Risikogebiet. Und wenn wir unsere Anlagen aufsperren würden, dann befürchten wir, dass wir überrannt werden. Hotels und Restaurants sollen aber auch im Kleinwalsertal am 7. Jänner wieder aufsperren. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Wenn das Sprichwort stimmt, dann haben die Schülerinnen und Schüler im Land womöglich ein echtes Problem. 1,2 Millionen von ihnen gibt es und viele davon waren heuer nur ein paar Wochen persönlich im Klassenzimmer. Die Schulen waren zwar in den Lockdowns nicht wirklich offiziell geschlossen, aber Unterricht ist dort keiner abgehalten worden. Es war eher eine Aufsicht und Betreuung. Ab Montag können Kinder in den Volksschulen und Unterstufen wieder in die Schule zurück, allerdings mit Einschränkungen. Die Älteren und
unter ihnen müssen Maske tragen, ebenso die Lehrerinnen und Lehrer. Die Oberstufe bleibt sowieso noch im Heimunterricht, zumindest bis Weihnachten. Und was danach passiert, ist nicht so klar. Was das für die Betroffenen bedeutet, das berichtet uns Rosa Leyen. Mimi Beaufort und ihre Söhne. Zum Auslüften kommen sie jeden Tag zum Spielplatz. Hier treffen wir sie. Seit Herbst geht der Ältere, Frederik, in die Schule. Seit dem Lockdown nicht mehr. Seither lernt er mit seiner Mama. Ist es besser als in die Schule gehen oder ist in die Schule gehen besser? In die Schule gehen besser. Das ist zu anstrengend. Zu Hause ist anstrengender? Ja. Na, wie die Mama oft sauer. Die Mama wird oft sauer. Okay. Ist die Lehrerin geduldiger als die Mama? Ja. Ein paar Vorteile gibt es schon auch beim Homeschooling. Also wir haben viel mehr Zeit miteinander. Wir können uns die Zeit selber einteilen, wir können ausschlafen, wir haben die Schulwege nicht. Es ist natürlich, fehlt der soziale Kontakt. Wir gehen jeden Tag auf den Spielplatz, aber wir können natürlich niemanden einladen oder zu Freunden nach Hause gehen. Aber am Montag beginnt ja die Schule wieder, da ist er wieder mit seinen Freunden. Und es ist, ich merke schon, ich bin keine Lehrerin. Es ist was ganz anderes, wenn ich zwar den Stoff vor mir habe, aber sie hat einen ganz anderen Zugang dazu als ich. Als Schauspielerin hat sie momentan viel Zeit. All ihre Projekte sind abgesagt. Sonst könnte sie nicht alles schaukeln, erzählt Mimi Beaufort. Seid ihr bereit für Tornado? Ja. Okay. Oh Gott, das sah knapp aus. Nachteile, mitunter massive Nachteile, brachte bereits der erste Lockdown, vor allem für Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, die nicht so gut unterstützt werden konnten zu Hause. Wie rasch die Kluft zwischen oben und unten aufgeht, hat selbst die Wirtschaftsforscherin erstaunt. Ganz wichtig wäre, dass man hier diesen Gap, der da aufgegangen ist, zwischen den Kindern, die keine Unterstützung zu Hause hatten, vielleicht Lernschwächen haben, aus Haushalten kommen, wo die Hilfe einfach nicht gegeben werden konnte, und den Kindern, die das Glück hatten, hier Unterstützung zu haben, dass man das möglichst wieder zusammenführt. Für manche Kinder seien bereits ein paar Wochen ohne Schule fatal. Wir haben gesehen, dass einfach die Kinder, die zu Hause nicht Deutsch sprechen, waren ja der deutschen Sprache viel weniger jetzt ausgesetzt. Man muss sich vorstellen, dass zwischen Mitte März und Anfang September waren 15 Schultage. Und das habe ich selber beobachten können. Diese Kinder sind stumm geworden, weil diese Kinder waren einfach viel weniger dem Deutschen ausgesetzt und sind da enorm zurückgefallen. Bildungsminister Heinz Fassmann beim Lokalaugenschein in Gänserndorf im Ausweichquartier einer Schule, das am Montag erstmals genutzt wird. Das ist sicherlich eine ideale Situation. Eine große Halle steht zur Verfügung. Man kann die Halle von der Schule aus unmittelbar betreten. Man muss nicht einmal den öffentlichen Raum benutzen. Und man hat viel Platz, um auch einen Unterricht machen zu können unter absoluter Wahrung der Hygieneregeln. Außer an Volks- und Sonderschulen ist ein Mund-Nasen-Schutz in Schulgebäuden nun Pflicht, ein gelinderes Mittel, wie der Minister es nennt. Wie es im neuen Jahr weitergeht, wird man sehen müssen. Ich möchte und muss die Oberstufe auch wieder verstärkt in den schulischen Präsenzunterricht bringen. Dort ist sozusagen die Absenzphase oder die Distance-Learning-Phase schon relativ lang. Das ist sicherlich eine Zielrichtung, die ich verfolgen werde. Dreimal schlafen, dann ist es für Frederik mit dem Homeschooling erstmals wieder vorbei. Es läuft bei uns erstaunlich gut, aber ich habe die Zeit. Aber ich freue mich auch wieder schon sehr auf Montag. Und ich glaube, er auch. Er vermisst seine Freunde, er vermisst die Schule, er vermisst seine Lehrerin. Kommt über. Hallo? Kopfüber sind wir hineingestoßen worden ins Distance Learning und Schule zusperren, jetzt schon zum zweiten Mal im zweiten Lockdown. Und dazu begrüße ich jetzt live im Außenstudio die Bildungspsychologin Christiane Spiel. Frau Spiel, guten Abend und danke fürs Kommen. Guten Abend. Das größte Thema in den vergangenen Tagen war die Maske für alle über 10-Jährigen. Da haben Elternvertreter in der Zeit im Bild vehement Alternativen gefordert. Wie sehen denn Sie das? Wie problematisch ist die Maske im Unterricht tatsächlich? Also, ich bin jetzt keine Ärztin, aber wenn wir uns die Kinder anschauen, ich glaube, wenn sie die Wahl haben,
ich kann nicht in die Schule gehen oder ich muss in der Schule eine Maske tragen. Ich glaube, so gut wie alle Kinder sagen, ich möchte lieber die Maske tragen. Und dann ist ja noch etwas. Ich selbst beobachte mich, wenn ich zum Beispiel aus einem Bus aussteige, dass ich manchmal vergesse, die Maske runterzunehmen. Das heißt, das Unangenehme ist oft, sie raufzunehmen, aber nachher vergisst man das aus. Und ich glaube, bei den Kindern wird das häufig auch so sein. Eltern müssen halt schauen, dass sie gute Masken haben, also die wirklich sie nicht sehr belasten. Die Oberstufe darf ja noch nicht zurück in die Schulen. Ist die Logik, dass die Großen eh ganz gut allein lernen können, eigentlich berechtigt? Naja, dass sie besser alleine lernen können, ich glaube, davon können wir ausgehen, wenn es auch nicht für alle zutrifft. Aber bei den Großen haben wir ein ganz anderes Problem. Ich glaube, jeder wird sich an sein Jugendalter erinnern. Da geht es um so viele Veränderungen, da geht es um die Pubertät, da geht es darum, wie wichtig Freundinnen und Freundinnen sind. Da geht es auch darum, dass man ausprobiert seine Grenzen, also dass man unterwegs ist, dass man irgendetwas macht. Und jetzt sind sie zu Hause. Und dazu kommt noch etwas, sie sind so lange schon zu Hause und es gibt eigentlich auch keine klare Perspektive. Und wenn wir uns überlegen, wir hatten jetzt eine Zukunft, Klimawandel, wir hatten Fridays for Future, das heißt, die haben schon so ein Bedrohungsszenario für ihre Zukunft. Dann kam Covid und jetzt sind sie zu Hause und können ihre Freundinnen und Freunde nicht sehen und sehen auch kein Ende am Licht. Am Ende des Dunkels, kein Licht am Ende des Dunkels. Ich glaube, das ist für die ganz, ganz schwierig. Und dann darf man sich ja nicht wundern, wenn es doch vielleicht manche gibt, die sagen, eigentlich ist mir das alles ganz egal. Dann kriege ich halt Covid und in meinem Alter ist es vielleicht eh nicht so stark. Und vor allem, wenn ich es einmal gehabt habe, kann ich vielleicht auch meine Großeltern sehen und meine Freundinnen und Freunde wieder treffen. Ich habe das noch nie Kinder sagen hören, aber Erwachsene manchmal schon, dass nämlich jetzt sozusagen in der Wissensvermittlung so viel verloren gehen würde. Ich formuliere es sehr zugespitzt. Am Ende von Corona haben wir da Kinder, die am Schluss der Schullaufbahn dümmer sind als die früher? Ich glaube, dümmer kann man gar nicht sagen, weniger wissen. Also ich glaube, wir haben sicher eine große Risikogruppe. Das sind alle diejenigen, die in dieser Phase keinen Lernerfolg hatten, die nicht unterstützt werden konnten und die wirklich rausgefallen sind aus sozusagen diesem Lernalltag. Und um die müssen wir uns wirklich kümmern. Denn für die wird es dann selbst, also selbstständig das zu machen, wieder zurückzukommen, ganz, ganz schwierig sein. Und das wird auch nicht gehen in ein, zwei Stunden. Aber bei den anderen würde ich sagen, wissen Sie, die Lehrpläne sind Maximallehrpläne. Und ich glaube, es wird wichtig sein, dass man entscheidet, was sozusagen ist wichtig, was müssen wir unbedingt mit den Kindern machen, wo kann man exemplarisch arbeiten. Und weniger gesprochen wird manchmal auch über die Kindergartenkinder. Na klar, das ist jetzt keine Schule und die Kindergärten, die haben ja offen, aber man sagt ja auch immer, das Lernen, das beginnt schon im Kindergarten. Was aus deren Perspektive, was bedeutet die aktuelle Situation, der Lockdown, was da noch kommen mag, für die Kleineren, für die Kleinsten? Also ich glaube, der wichtige Punkt ist, wir wissen mittlerweile, wie wichtig der Elementarbereich ist und dass das ganz kleine Bildungsinstitution ist. Und wenn ich die Berichte in den letzten Monaten gehört habe, hat man fast immer darüber geredet, die Kinder sind dort gut aufbewahrt. Man hat irgendwie ein bisschen diese Bildungsfunktion, die so wichtig ist, aus den Augen verloren. Und wenn wir gerade an diejenigen denken, die nicht so gut Deutsch können, auch dort ist eine wichtige Institution, die sie auf die Schule vorbereitet, damit nicht nämlich nachher in der Schule, wenn sie hohe Anforderungen haben, sie zurückfallen. Das heißt, man muss eigentlich sozusagen im Kindergarten, im Elementarbereich hier vorarbeiten. Viele interessante Aspekte. Danke, Frau Spiel, dass Sie zu uns gekommen sind an einem Freitagabend. Dankeschön. Alles Gerne. Bitte. Warum machen wir das eigentlich alles? Wozu der ganze Bruch mit dem normalen Leben? Um das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu schützen. Das ist das Mantra seit Beginn der Pandemie. Zuletzt ist das nur mehr recht knapp gelungen. In Spanien aber ist die Lage außer Kontrolle geraten schon. Das Land war mit am härtesten getroffen, das gesamte medizinische Personal völlig überlastet und im Ausnahmezustand. Wie schwierig die Situation noch immer ist, das zeigt sich an einem Beispiel. Ein neues Spital ist gebaut worden, aber das Personal fehlt. Und auch die spanische Wirtschaft liegt am Boden. Immerhin, die Zahl der Neuinfektionen geht langsam zurück. Das soll auch über die Weihnachtsfeiertage so bleiben, berichtet uns Josef Manola. Ob sich die gefürchteten Polizeikontrollen an den Ausfallstraßen wiederholen werden, lautete die Frage der Madrilenen vor einem verlängerten Wochenende. Aber die Behörden haben alle Wochenendfahrten untersagt, um die Verbreitung des Virus in andere Regionen zu stoppen. Reisebeschränkungen bleiben bis zum Jahresende aufrecht. Jetzt sei Geduld gefordert, meint auch der Infektiologe, der in Berlin studiert hat und für die Johns Hopkins Universität forscht. Weihnachten können wir feiern in die nächsten
2-3 Jahre war aber die Pandemie. Wir haben jetzt gerade ist das Wichtigste, dass wir müssen kontrollieren und fokussieren. Spanien lag zu Beginn der Pandemie an der Spitze der Corona-Fälle weltweit. Dank eines harten Lockdowns mit strengen Ausgangssperren konnte die Pandemie zurückgedrängt werden. Dennoch, die zweite Infektionswelle ließ sich nicht verhindern. Immerhin wird die Maskenpflicht seit Monaten rigoros befolgt. Dank ihr sind die Ansteckungsfälle langsam wieder zurückgegangen. Wir müssen uns vorbereiten für die Impfungsplan, die wird Frühling passieren. Und deswegen müssen wir diese Weihnachten uns vorbereiten, um die Nummer so niedrig wie möglich zu haben. Der Preis, den die Wirtschaft Spaniens zu bezahlen hat, ist hoch. Ein fast 100 Tage dauernder Lockdown hat Spuren hinterlassen. Im Madrider Stadtzentrum sind gesperrte Hotels und verlassene Geschäfte Zeugen des Niedergangs. Der Fremdenverkehr spricht von einem Einnahmenrückgang von 80%. Ein Hausmeister in der früher belebten Einkaufsstraße Arenal berichtet von den Folgen der Corona-Krise. Hier war früher ein Schuhgeschäft, dort ein Souvenirladen und so weiter. Bis zu 20 Geschäfte in dieser Straße müssten eigentlich mit Kunden voll sein, stehen aber alle leer. Ein Neustart ist auch für das Spitalswesen angesagt. Nie wieder sollen sich die Bilder der überfüllten Notaufnahmen, das Drama abgewiesener Corona-Patienten wiederholen. Die Madrider Regionalpräsidentin ordnete den Bau einer Pandemie-Klinik an. In 3 Monaten war das 100-Millionen-Euro-Projekt fertiggestellt. Betten und Intensivstationen stehen bereit, aber das Personal fehlt. Jetzt werden Ärztinnen und Krankenpfleger aus anderen Spitälern abgezogen. Dagegen demonstrieren die Betroffenen. Seit Monaten liegt die eigenwillige Regionalpräsidentin mit Regierungschef Pedro Sánchez im Dauerclinch. Die konservative Politikerin widersetzt sich dem Diktat der Regierung. Für die Feiertage wurden Treffen von maximal 6 Personen erlaubt. In Madrid werden 10 Familienmitglieder gemeinsam feiern dürfen. Wie andere vertraute Bräuche wird auch die Silvesterfeier auf der Puerta del Sol der Sicherheit geopfert. Wo sonst 10.000 Menschen aufs neue Jahr anstoßen, wird heuer ein leerer Platz als Kulisse für die Fernsehübertragungen dienen. In Spanien wie in Österreich sollte man sich vielleicht den 29. Dezember im Kalender anstreichen. Dann hat die Europäische Arzneimittelbehörde ein entscheidendes Treffen avisiert. Das Expertengremium dort soll über die Impfstoffe befinden, die in Rekordzeit entwickelt worden sind. 3 Vakzine sind in der engeren Auswahl und werden schon laufend überprüft. Die ersten Zwischenergebnisse waren vielversprechend. Und auch wenn es Zweifel gibt, viele hoffen auf die Impfung als größte Hilfe im Kampf gegen die Pandemie. Florian Petautschnig jetzt mit einem Überblick über den Impfmarkt. Impfstoffe werden bereits im großen Stil bestellt. Viele Länder haben schon Verträge mit den Herstellern über Millionen von Impfdosen, die geliefert werden sollen. 2 Impfstoffe konnten laut ersten Zwischenergebnissen einen hohen Wirkungsgrad erzielen. Sie sollen Geimpfte zu mehr als 90% schützen. Diese Erfolgsmeldungen sind sehr gut einzuschätzen, sind ein sehr gutes Zeichen, dass die Wirkstoffe offenbar gut funktionieren und sehr gute Antikörper eben bei den Menschen induzieren. Auf gut Deutsch, wir können darauf hoffen, dass wir einen sehr guten Schutz haben werden. Beide Impfstoffe sind sogenannte Messenger-RNA-Impfstoffe. Dabei wird eine genetische Information in den Körper geschickt. Es ist der Bauplan für einen Teil des Coronavirus, der bei der Infektion eine große Rolle spielt. Das Immunsystem lernt so, auf das Virus zu reagieren und kann in den meisten Fällen erfolgreich einschreiten. Diese genetische Information der Impfstoffe kann nicht in die menschliche Erbsubstanz eingebaut werden. Also wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass es da irgendwie zu einem Einbau von viralen Bestandteilen in die menschliche DNA kommt. Bei einem anderen Impfstoff wurde ein Erkältungsvirus von Schimpansen als Basis genommen, das für den Menschen unschädlich gemacht worden ist. Hier haben die Forscher ebenfalls die genetische Info für den Baustein des Coronavirus eingebaut, der entscheidend für den Befall der Körperzellen ist. Auch so soll das Immunsystem lernen zu reagieren. Doch bei dieser Impfung hatte es Kritik an den Tests gegeben. Unter anderem sei ein Fehler bei der Herstellung passiert, sodass manche Testpersonen nicht die volle Dosis bekommen haben. Ein Fehler, den der Hersteller eingesteht. Testergebnisse will man jetzt nachprüfen.
Großbritannien hat mittlerweile einen der anderen Impfstoffe zugelassen. Es ist eine zeitlich begrenzte Notfallzulassung, bei der eine bestimmte Menge des Impfstoffs geliefert und verimpft werden darf. Ab nächster Woche sollen die Impfungen starten. Insgesamt 800.000 Dosen sollen dafür bereitstehen. Auch die Europäische Arzneimittelagentur in der EU will noch Ende Dezember entscheiden, ob sie diese Impfung zur Zulassung empfiehlt. Und laut einer Vertreterin dürfte das auch passieren. Die EMA hat für den 29. Dezember ein Meeting des entsprechenden Expertengremiums in Aussicht gestellt und wir erwarten ein positives Gutachten. Dieser Impfstoff muss bei minus 70 bis minus 80 Grad gelagert werden, in solchen Spezialkühlschränken wie hier in einem Medikamentenlager in Wien-Simmering. Manche Medikamentengroßhändler in Österreich haben extra zusätzliche Spezialkühlschränke angeschafft. In mehreren Schränken haben Hunderttausende Impfdosen Platz. Ein solcher Kühlschrank fasst rund 730 Liter. Das heißt, in drei dieser Kühlschränke passen rund 500.000 Impfdosen hinein, die dann bei Bedarf weggeliefert werden können. Ich glaube, Jänner, Februar ist noch zu kurz gegriffen, als dass da die Impfstoffe in irgendeiner Weise schon eine Wirkung zeigen könnten, weil da beginnt man ja letztendlich erst mit den Impfen. Tatsache ist, dass wir im Jänner, Februar immer noch ganz stark darauf angewiesen sind, dass da die Hygienemaßnahmen und eben die soziale Distanzierung relativ gut eingehalten wird. Ansonsten sind wir wieder in einer Situation, dass eben die Infektionszahlen wieder ansteigen werden. Zuerst muss aber auch noch die EU-Kommission den Einsatz der Impfung genehmigen. Die Zulassung würde dann für ein Jahr gelten. Dann müssten die Hersteller weitere Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit nachliefern. Wenn die Prüfung positiv verläuft, kann die Zulassung nach einem Jahr verlängert werden. Hoffnung ist das Stichwort. Es tut sich jedenfalls etwas im Kampf gegen Corona. Und wir hoffen, dass wir Ihnen wieder mal tiefere Einblicke dazu liefern konnten. Das Thema zieht sich noch durch den Abend. In der ZIB 2 um 22 Uhr ist nämlich SPÖ-Chefin und Medizinerin Pamela Rendi-Wagner zu Gast bei Lou-Lorenz Tittelbacher. Und sie spricht auch mit Georg Krakow von Transparency International zu den Urteilen im BUWOG-Prozess. Einstweilen sagen wir danke fürs Zusehen und alles Gute.